Ich glaube, er ist darauf gekommen, weil ja schon Johann Wolfgang Goethe sagte, nur in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist. Also es ist ja immer das Pendant, was für den Ausgleich insgesamt sorgt. Also derjenige, der beispielsweise körperlich arbeitet, also der Fitnesscoach beispielsweise, wird abends vielleicht ein Buch lesen, ja. Und der Professor, der den ganzen Tag mit Büchern zu tun hat, der wird abends joggen gehen, also was Körperliches, weil man braucht den Ausgleich. Und nur wenn der Ausgleich funktioniert, dann funktioniert auch alles. Und während wir hier so reden, hat die US-Börse aufgemacht. Ich schiebe noch mal ganz kurz den DAX rein. So, oh, jedes Mal möchte dieser Monitor etwas anderes als ich. Okay, kein Problem. Wir sind flexibel. So, und wie weit ist denn der DAX gefallen? Also ich bin, wie gesagt, leider hier ausgestoppt worden mit der Short Order. Es ging bis runter 84,85. Diejenigen, die seit heute Morgen auf dem Kanal live dabei sind, wissen, dass das für mich eine wichtige Marke war, weil die wurde hier schon einmal tangiert und die wurde auch ganz morgens mal kurz unterschritten und hatte sich danach der DAX wieder gefangen, weil das war nämlich das Xetra-Tief gestern am Nachmittag. Und solche Marken habe ich einfach mir im Hinterkopf abgespeichert. Man kann sie auch abtragen. Am Ende sieht der Chart vielleicht aus wie ein Rainbow. Das möchte ich persönlich nicht. Und habe deswegen mir überlegt, was kann ich denn handeln? Entweder wäre ich hier nochmal long gegangen, aber ich habe der spannenden Rede von Jens bin ich gefolgt und habe den Dow Jones mit dem anderen Auge mir angeschaut. Ja, ich habe in der Tat was mitnehmen können und zwar ein paar Punkte. Wir öffnen mal den Dow Jones, den habe ich auch nochmal abgescreent, damit es schicker aussieht. Und zwar bin ich im Dow Jones, nachdem er im Minus eröffnet hat, mit derselben Strategie vorgegangen wie schon vormittags im DAX. Also ein dynamischer Bruch nach unten, der keine zweite Kerze nach sich zieht, tendiert dazu, nochmal zu korrigieren auf das Ausbruchslevel. Das heißt, dieses Level, also hier waren wir heute Morgen, hier waren wir hier nochmal, heute Nachmittag und wir sind hier einmal durchgebrochen, also bin ich quasi hier unten long gegangen, nachdem es sich nach drei Kerzen stabilisiert hatte, mit dem Ziel, dass wir nochmal hier oben hinkommen. Das hat sich dann ganz gut entwickelt, hier ist das zweite Bild und wenn wir letzten Endes uns den Dow Jones jetzt angucken und ich hoffe, der MetaTrader macht es, jawohl, sieht man, dass man genau auf diesem Level wieder gelandet ist. Das heißt, der Trade wurde im Take Profit ausgeführt, Stopp wurde nicht getriggert, der lag bei 40, glaube ich. Ja, und das reicht mir wieder. Also da hat das quasi das Eichhörnchen zum US-Handel sich nochmal ein bisschen was gesucht. Und ich denke, das ist dann auch wichtig, wenn man die erste Bewegung im US-Handel positiv handeln kann, so ein bisschen Druck abzubauen, beziehungsweise keinen Druck aufzubauen. Denn oftmals ist es so, wenn man Verluste macht an der Börse, möchte man sie sehr, sehr schnell wieder egalisieren, sehr schnell wieder aufholen. Also dieses Belohnungssystem, was im Gehirn abläuft, das ist einfach darauf programmiert, Gewinne zu machen, um sich selbst zu belohnen. Da werden Botenstoffe, Hormone ausgeschüttet, Dopamin ist damit im Spiel. Ich will nicht zu sehr in die medizinische Schiene abdriften, aber da laufen Prozesse ab, die man auch bei anderen Dingen, wie zum Beispiel, wenn man was Tolles isst, wenn man eine Geburtstagsüberraschung bekommt und so weiter, für sich vereinnahmen kann im Körper. Und das kann natürlich auch süchtig machen. Das ist, wollen wir auch nicht unterschlagen, dass Trading auch zu einer Sucht werden kann. Ist in Deutschland nicht als offizielle Sucht anerkannt, in den USA schon. In Deutschland wird das subsumiert unter Spielsucht. Also dieselben, die den Automaten füttern im Casino, haben quasi dieselben Botenstoffe wie die Trader, die jeden Tag vor den Monitoren sitzen. In diese Schiene sollte man nicht hineingeraten. Und als Daytrader schiebe ich den Riegel vor, indem ich zum Beispiel in den seltensten Fällen eine Position über Nacht halte. Also meistens werde ich die Position glatt stellen. Und ich teste mich immer wieder selber. Das können Sie auch tun, indem Sie zum Beispiel in Urlaub fahren, das Handy auslassen. Gar nicht auf die Kurse schauen. Das geht natürlich auch mit anderen Sachen, wo sich Süchte entwickeln können. Die weit verbreitetste Sucht in Deutschland ist die Alkoholsucht. Eigentlich jeder, der ein Feierabendbier trinkt und das tagtäglich, ist alkoholsüchtig in kleinen Mengen, aber man muss es so sagen, medizinisch, man kann sich testen, indem man das einfach eine Woche weglässt und wenn dann die Hände nicht zittern oder irgendwelche anderen Entzugserscheinungen auftreten, dann ist man nicht süchtig, dann kann man weiter saufen, auf Deutsch gesagt. Ja, dieser ist kleiner Exkurs, wir schauen nochmal auf den Markt. Ich habe auch als Grundlage für diesen Trade nur eine einzige Linie eingezeichnet und zwar die Linie von heute Nacht, dem Hoch im Dow Jones in der Indikation über, auch nicht ganz sauber, über die Hochs
die sich den tagsüber gebildet haben, diese waren fallend. Man hätte auch eine Aufwärtstrendlinie hier einzeichnen können und wäre dann hier eingestoppt worden, hätte den Short Trade quasi ab 15 Uhr handeln können. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, um an den Märkten sich ein Setup auszusuchen, was zu einem passt. Und das sollten Sie auch testen. Also Sie können das Demo-Konto jederzeit eröffnen, bei jedem Broker der Welt. Am liebsten natürlich bei JFD, hat Christian mir gesagt. Und es ist auch hier nicht zeitlich begrenzt. Das hat einen enormen Vorteil. Man ist auch hier wieder nicht unter Druck gesetzt und man kann mit der Plattform herumexperimentieren. Denn die sollte man kennen. Genauso wie man einen Führerschein macht, sollte man, wenn man ernsthaft handelt, auch die Plattform kennen und ein wenig den Markt einschätzen können. Also erst mit dem Demo handeln, genauso wie man bei der Fahrschule erstmal Trockenübungen auf dem Hof macht und Theoriestunden. Und auch da stehe ich sehr gern für Fragen zur Verfügung. Auf Facebook bin ich zum Beispiel unter dem /Bernecker 1977 erreichbar, genauso bei Twitter. Bei Wall Street Online schreibe ich seit mehr als 10 Jahren im Daytrader-Bereich und bin auch auf nextmarkets.com als Coach verfügbar, wo Sie sich Trading-Ideen jeden Tag einfach anschauen können. Und wenn Sie Lust darauf haben, etwas nachzuhandeln, dann legen Sie Ihre eigenen Risikoparameter zugrunde und machen Sie es einfach. Lernen Sie auch von den anderen. Man kann auch von den Fehlern von anderen lernen. Man muss nicht jeden Fehler selber machen im Leben. Und dann sind Sie auf dem richtigen Weg. Und wie Markus immer sagte, und ich kenne ihn auch schon mehr als 10 Jahre, den Spruch von ihm fand ich sehr, sehr gut. Der Weg ist das Ziel. Weil letzten Endes sollte man sich nicht einfach ein Ziel manifestieren und stur darauf hinarbeiten, sondern jeden Tag dazulernen. Das habe ich gelernt von deinen Sprüchen. Die anderen waren nicht ganz so witzig. Aber nein, der ist wirklich gut, der Spruch. Und den sollte man einfach leben und umsetzen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Orders umsetzen. Deswegen gebe ich an jemand anderen ab. Wer möchte denn? Wahnsinn. Micho ist schon wieder am Start. Micho kann auf jeden Fall das zeigen. Ist mir was Interessantes aufgefallen. Und zwar... Meine Order wurde um 11.59 Uhr MetaTrader 4 Zeit eröffnet und das erfolgte genau da, hier. Und man, ich bin sehr glücklich, dass das passiert sehr selten und ich bin sehr glücklich, dass es jetzt gleich passiert hat. Entschuldigung. Also hier die Kerze endet hier und die Position wurde hier eröffnet. Und viele Kunden fragen sich, es gab keinen solcher Preis, was ist passiert? Wie kann die Order eröffnet werden, irgendwo, wo es keinen Preis gibt? Also der Broker macht irgendetwas falsch. Etwas stimmt hier nicht. Aber die vergessen, dass in diesem Beispiel, das ist ein Kauforder, das ist eine Long-Position. Das heißt, die Position wird bei dem Ask-Preis eröffnet, sondern nicht bei dem Bid-Preis. Und was die Charts zeigen, sind die Bid-Preisen. Natürlich in MetaTrader 4 können Sie auch Ask-Preisen sehen von den Einstellungen. Hier ganz einfach Ask-Linie anzeigen, klicken. Und dann sehen Sie diesen Unterschied von in diesem Fall, in diesem Moment beim US-Dollar, Kanadien-Dollar 0,3 Pips, sehen Sie es hier. Aber der Unterschied ist so wenig, dass in den meisten Zeiten sehen wir die Linie überhaupt nicht. Es wird mit der Linie von dem Bitpreis gematcht. Genau. Und hier... mein Order war genau hier und Bitpreis war hier und wenn wir noch 3 Pipettes oder 0,3 Pips dazu stellen, wurde mein Order genau hier exekutiert. Nicht weil das ein irrealer Preis ist, weil einfach Ask-Preis dort war. Deshalb denken Sie nicht, dass manchmal etwas nicht stimmt, sondern überprüfen Sie, was für Orden haben Sie und warum und wie sie exekutiert werden. Wenn das wieder nicht klar ist, verlangen Sie einfach einen Post-Trade Transparency Report von Ihrem Broker und dann wird alles klar. Also, das war Minutenchart.
Mein Zeit beobachteten wir auf 5-Minuten-Chart. Alles läuft wie geplant, aber wir müssen ein bisschen mehr warten, bis wir weiter pyramidisieren oder den Stop-Loss nachziehen. Das war von mir. Genau, danke Micho auf jeden Fall für die Erklärung, weil die Frage kommt tatsächlich häufig auf, beziehungsweise viele Marktteilnehmer stellen sich die Frage mit dem Bid und Ask teilweise gar nicht. Das ist übrigens unser Tick-Chart-Trader aus der Indikatoren-Suite, ne? Ist der. Nein, das ist ein normales Add-on. Aus der Indikatoren-Suite. Ich meinte Add-on Expert Advisor, sondern nicht Indikator von der Indikatoren-Suite. Das ist ein separaten Der Add-on. Okay, dann ist ja, schon da. Von der Gruppe da. Von der Expertengruppe, okay, genau. Dann. Ja. Und der benutze ich einfach die Ticks zu beobachten. Und zwar, ich benutze es normalerweise timed. Also das heißt, ich sehe hier, die Charts bewegt sich auf gleiche Intervalle und so sehe ich, wo am meisten Ticks entstanden sind, wo mehrere Änderungen von dem Preis gab, sondern nicht nur wie groß die waren, sondern wie mehr die waren. Das hilft mir. Und es gibt was Besonderes. Immer wenn ich long positioniert bin oder long positioniert will, dann will ich größere Ticks in meine Richtung sehen. Das heißt, dass ein Big Fish, ein großer Marktteilnehmer in meine Richtung kauft. Ich will nicht solche große Ticks in Gegenrichtung sehen. Also alle diese Ticks sind hier relativ klein, auch diese, obwohl die relativ groß aussehen, aber das ist, weil die Chart wird autoskaliert. Aber zum Beispiel das hier ist etwas, was ich sehen will. Und das hier, das heißt, dass große Mengen von dieser Währungspaar wird gekauft. Das kannst du nicht mit 10 Lots bewegen. Das bewegst du mit zum Beispiel 1 Milliarde. Das ist gerade das im FX-Markt. Du kannst vielleicht den Tickchart nachher mal aufrufen, wenn wir 16.30 Uhr haben. Dann sehen wir im Prinzip auch, wie die Spreads aufgehen werden zu den Rohöldaten und beziehungsweise wie das Volumen zunimmt. Also der kanadische Dollar ist ja als Rohölwährung auch definiert, hat ja auch eine Korrelation zum Ölpreis und reagiert, wie gesagt, sehr sensibel auf Ölpreismeldungen beziehungsweise auf Lagerbestände. In den USA eben fallen sie, steigen sie, bleiben sie gleich. Das wird heute 16.30 Uhr ein Thema sein. Da können wir uns den Tickchart gerne mal anschauen. Micho, kannst du auch mal den Candlestick-Version zeigen? Das heißt, man kann ja auch die Darstellung der Tick-Geschichte unterschiedlich darstellen. Das heißt, ab wie viel Ticks zum Beispiel eine neue Candle gebaut wird, ja, und auch wie groß ist die Candle. Also ist gerade für sehr kurzfristiges Trading durchaus interessant, um auch so ein Stück weit die Richtung zu erfahren. Sie sehen, Sie können sich da hier Ihr eigenes Tick-Chart-Bild bauen sozusagen und sich sozusagen Informationen aus der Preis-Action selber ziehen. Tatsache ist natürlich, dass man den Bid und Ask jetzt in dieser Candle-Kerze nicht sieht, aber auch interessant, wenn man den Bid und Ask eben sozusagen parallel laufen sieht, dann sieht man auch das, was im Interbankenmarkt eben abläuft. A, dass der Spread eben sehr eng ist, beim kanadischen Dollar haben wir hier 0,4, 0,5 Pips, wo wir da uns bewegen und da sind wir wieder an dem Punkt, dass wir eben nicht bei plus 1,2 oder 1,5 Pips sind, was jetzt die Spread-Ausdehnung angeht. Und das kann man mit dem Tickchart-Trader eben auch sehr schön verfolgen. Ja? Und ein Broker, der eben keine Fernspreads anbietet, wird so ein Tool gar nicht überbringen, weil sie dann letztlich sehen, wie weit der Bid und Ask auseinandergerissen ist. Und sie kriegen praktisch immer einen schlechteren Kauf- und einen schlechteren Verkaufspreis. Das ist eine Tatsache. Also insofern auch ein Aufklärungstool, um mal ein bisschen ihren Broker zu testen oder eben auch einfach zu schauen, sind die Preise denn real, die da kommen. In jedem Fall ein Riesenthema. Tick-Candles, Tick-Kerzen machen, das sind Kerzen, die gebaut werden nach den Ticks, sondern nicht nach der Zeit, ja, Minuten oder Sekunden. Und was die machen, ist, dass die vermeiden Seitwärtsbewegungen, weil wenn es keine Ticks gibt, dann gibt's keine Kerze einfach. Und so kann sich man kurzfristig besser orientieren, wo der Markt gibt, wenn man eine kurzfristige Position hat. Wie gesagt, ist wirklich Tickchart ist ja sowieso so ein bisschen Highspeed-Trading und sehr aggressiv. Ich würde mal auf den Monitor von Markus umschalten. Danke, Micho, an dieser Stelle. Gerade wegen der Chart-Darstellung in Sachen Bid und Ask und die Candles, wie sind sie denn dargestellt? Markus, dir gehört das Wort. Du hast uns was aufgerufen. Neuseeland-Dollar-Yen.
Ah, ein Cross-Rate-Pair, was ein bisschen exotisch anhaucht. Ja, aber es ist jetzt hier einer jener Trades, der mir zwar angezeigt wird, das Signal ist auch schon wieder weg, aber ich würde es trotzdem nicht nehmen, weil nicht alle meine Regeln erfüllt sind. Und zwar zwei Regeln sind nicht erfüllt. Zum einen bin ich hier nicht in meiner Korrekturzone drin und zum anderen bin ich noch nicht im Extrembereich. Was man aber, dass einen die Börse belohnt für das, was man tut, das wollte ich hier an dem Trade zeigen, den wir uns ja vorhin auch angeguckt haben. Das war, wer sich noch erinnern kann, Australisch-Dollar, Neuseeland-Dollar. Das war der große Trend, glaube ich, oder der mittlere Trend war es. Genau, und inzwischen ist auch das zweite Target erreicht worden. Das heißt, ich bin also voll inzwischen raus aus dem Markt. Das ist für mich sehr, sehr schön. Und ja, auch Aktien laufen natürlich hier und genauso hier ExxonMobil zum Beispiel ist auch hier sehr schön gut gelaufen und zwei Targets bereits erreicht worden und das zweite Target ist jetzt heute mit der Eröffnung erreicht worden und damit liege ich jetzt hier auf Seiten ja, Vermögensverwaltung schön mit 6,46% vorne diesen Monat und trotzdem, und das will ich an der Stelle natürlich auch nochmal zeigen, ich zeige es Ihnen hier auf dem anderen Konto. Das ist jetzt hier mein privates Konto. Da sieht man zum Beispiel, dass noch der Austral-Dollar, US-Dollar, der läuft noch. Da habe ich aber auch schon ein Target letztendlich erreicht. Ich habe jetzt auch den Einstand, den Stop-Loss auf Einstand gezogen, dass ich hier kein Minus mehr generieren kann. Ob ich das zweite Target jetzt noch erreiche, spielt jetzt mal gar keine Rolle. Aber trotzdem, einen Trade wollte ich hier auch noch zeigen, dass man Geduld haben muss an der Geschichte. Ist hier im Euro in der schwedischen Krone, wer sich noch daran erinnern kann. Das war ein Trade in einer Minute, auch im großen Trend. Das sieht man hier. Alle Bedingungen erfüllt, sehr tief korrigiert. Hier unten in der entsprechenden Korrekturzone dann eingestiegen. Das war hier im Extrembereich. Der Markt korrigiert nochmal, baut aber hier massive Divergenzen auf. Das heißt, der Markt sinkt, aber das Momentum lässt nach. Und ja, vorhin bin ich schon mal um ein oder zwei Ticks hier an meinem Target vorbeigerauscht und ja, das ist genau das, wo sich dann der erfahrene Händler von denen unterscheiden, die das nicht schaffen. Denn es gab auch zu meiner früheren Zeit, als ich angefangen habe, ging es mir nicht anders als die meisten. Die haben sich dann entweder hier zu Tode geärgert oder sind aus dem Markt ausgestiegen. Aber ich kann